herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No One Lies Forever 2. Wir müssen ja im Moment elektrische Zaun kaputt bekommen. Ich weiß, dass du da bist. Ja. Die elektrischen Zaun kaputt machen, müssen noch eine Kombination finden für einen Safe. Und ich dächte immer noch, das wäre dann irgendwo hier. Aber ich bin mir jetzt, wie gesagt, auch nicht 100% sicher jetzt. Das hat eigentlich schon einen Schalldämpfer dran, aber wie weit muss ich da wechseln, dass die mich da nicht hören? Nicht da den Soldaten töten. Eigentlich keine schlechte Idee. Kaninchen-Eintopf? Ich gehe morgen an der Westgrenze auf Patrouille. Ich jage, du kochst. Abgemacht. Ah, hier ist auch Zucker. Ich würde sagen, in der Küche war das doch gewesen, in der Kantine. Ich wusste nicht mal, welcher jetzt. Achtung, bis auf weiteres wird der Zucker unter Verschluss gehalten, um eine Wiederholung der Generator-Sabotage vom letzten Samstag zu vermeiden. Um Zucker anzufordern, reichen Sie ein Anforderungsformular bei Ihrem leitenden Offizier ein. Was anderes kann ich ihm nicht mitnehmen. Laden. Tja, das Licht ist zwar an, aber du bist trotzdem tot. Lässt das Licht mal, wie es ist. So, jetzt gehen wir hier weiter. Noch kurz laden. Möchte den Turm dort freiräumen. So schnell wissen, wo ich bin, ist schon erstaunlich. Ist vielleicht der Typ erledigt, bevor er was anderes gemacht wird. Na?
Komm sofort raus! Zeig dich! Nein. Spuren. Wo führen die hin? Zu mir. Ach, das war ja jetzt brutal unehrlich gewesen. Blut ist gespritzt, der Mann ist gestorben. Also dieses Spiel ist wirklich gewaltfertig hier. Die verrohende Wirkung auf die Jugend ist wirklich nichts von Hand zu weisen. Simeon, Feigling! Nicht? Oh. Das hat wehgetan. Gottes Willen. Ach stimmt, ich habe ja noch Granaten. Was macht das wütende Kätzchen eigentlich? Komm sofort raus! Halt! Ich wollte wissen, was das wütende Kätzchen macht. Du störst mich hier bei meinen Recherchen. Ich finde, die war nicht sehr nett von dir. Ich gebe auf. Du kannst... Ich höre einen Spion! Ach, du hörst aus auf einiges. Wo bist du? Wird mir ein Vergnügen sein! Ja! Ein namenloses Fischling! Das gefällt mir auch nicht. Also irgendwie ist die Situation gerade sehr verzwickt. So läuft es doch schon viel besser. Komm sofort raus. Nein. Ha, in den Schritt geschossen. Ich wollte eigentlich nicht schnell die Waffe wechseln, weil ich nicht wusste, ob dann die schnell ballern. Hallo? Hallo? Lieber wie die Gegner, die man sonst vielleicht hatte. Wie zum Beispiel die Ninjas. Das sind
wirklich ein Ticken sehr viel gefährlicher hier. Das hat wehgetan. Hinterrücks einfach die Leute erschießen. Hey, wo bist du hin? Das mache ich aber nicht, wenn sich die Leichen auflösen. Da habe ich nichts zu mitnehmen. Zeig dich! Namenloses Grab wartet auf dich! Nein, kein namensloses Grab. Ein Mausoleum wartet auf mich höchstens. So, den Rahmen will ich ja noch durchsuchen wegen. Was ich sagen will, den Rahmen will ich auch noch durchsuchen. Weil ich ja schließlich die Kiste geöffnet habe, aber noch nicht weiß, was drin ist. Oder noch nicht nachgesehen habe. Die Bombe schnell platzieren. So, jetzt können wir uns sogar wieder etwas verbessern. Schaden, den sie anrichten. Ja doch, das ist auch sinnvoll. Leider die Nachleute dauert, muss ein bisschen schneller gehen. Danach muss ich mal sehen, was verbessert wird. Ah, da kommt schon wieder einer gelaufen. Nix. Bereits Munition voll. Meine Brüder der Verschwörung, die Revolution steht tatsächlich kurz bevor. Ich kann praktisch schon den süßen Wind der Freiheit auf meiner Haut spüren. Die Warterei ist wie ein Gefängnis. Ich fühle mich eingefärcht in gespannter Erwartung, gefangen in dieser elenden Uniform und allem, wovor sie steht. Sergei Romanov. Lass mich in Ruhe.
Vielleicht schaffe ich es endlich mal in dieses Haus herein. Jeder Code drin. Nein, aber Phosphor-Munition. Was war das für ein Geräusch? Das zahle ich dir heim. Du zahlst mir das heim. Schließlich wegen dir wird doch ein bisschen Körperpanzerung verloren. Liebe Mitrevolutionäre, ich habe gerade den Wetterbericht gesehen. Vom Norden her kommt eine Kaltfront auf uns zu, obwohl es mich genau wie euch beide in die Freiheit drängt. Können wir vielleicht die Revolution verschieben, bis sich das Wetter verbessert? Inmitten eines Gewitters nackt durch das Gelände zu laufen, klingt eher nach Wahnsinn als nach Aufstand. Juri Prokofjew. Gebt Alarm! Nein, kein Alarm, kein Alarm. Mein russischer Freund. Auch nicht. So. Lass mal kurz Revue passieren. Ich glaube, hier waren wir überall gewesen. Genau, hier war nur das Scheißharz. Hier war nur das Scheißharz gewesen.
Hier waren wir drin in der Küche, hier ist der Schlafbereich. Da waren wir eigentlich prinzipiell überall gewesen. Ach ja, ich muss ja erst zurückgehen in den. Klar, wegen dem Elektrozahn muss ich ja trotzdem nochmal in das Gebäude zurück. So. Stimmt ja, erst müssen wir den Elektrozaun deaktivieren, dann können wir da rein. Jetzt müssen wir nochmal in den Keller gehen. Speichern. Das ist die blöde Ratte. Die Frage, wo war das hier? Hier? Nee. Panzerung verbessern, na gut, wäre eigentlich nicht schlecht. Würde ich sagen, im Moment wäre mir vielleicht die Treffsicherheit vielleicht doch nochmal ein bisschen lieber. Oder vielleicht die Tarnung. Deswegen die Panzerung, lass sie erstmal sein. Sonst würde ich vielleicht überlegen, sogar das Schleichen noch mal ein bisschen zu verbessern. Ansonsten vielleicht noch mal dann mehr Munition tragen. Ja, das wäre natürlich schon nicht schlecht. Ivans Irrsinns Elektrozahn. Ah, da bin ich jetzt gesehen. Welch Brutalität. Achso, die Kamera hat das gesehen, muss ich sagen. Sieh mich an, Feigling! Thank you.
vielleicht zahlen sie alle da hinten ab. Sie denken, ich wäre da drüben. Hm. Bin ich aber nicht. Entkommen! Oh, großer Gott! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie uns erledigt haben. Jetzt komm ich! Was ist los? Du hast eine abgerissene Kinokarte gefunden. Nächster Kerl. Bitte nicht wehtun. Mach ich nicht. Achtung an das gesamte Personal. Da die Sterblichkeitsrate durch Unfall oder Quasi-Unfall im letzten Monat um 2% gefallen ist, werden alle Soldaten zur Belohnung an jedem Abend diese Woche eine extra Portion Kohlsuppe erhalten. Macht weiter so. Und bald werdet ihr so viel Kohlsuppe haben, wie ihr nur essen könnt. General Schukow. Ah, Kohlsuppe. Oh, da wird gefotzt bis. Naja. Ich tue da nichts, keine Sorge, guter Mann. Schon die Musik. Ach, deswegen, weil der mich gesehen hat. Nicht? Sofort raus! Gib endlich auf! Nein! Ich seh. Ja, ich weiß, du siehst mich. Ich hab dich auch gesehen. Hier darf ich nicht hoch. Ach, da unten geht's dann rein. Ich würde sagen, an der Stelle werde ich jetzt auch die Folge beenden. Weil von der Zeit her lohnt sich das jetzt nicht noch weiterzumachen. Vergesst also nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge geht es dann in das Archiv rein und dort werden wir dann eventuell auch den Code finden für den Safe. Und ja, auch das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann, tschüss.